Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schulle zu einer neuen Folge Spider-Man 2 hier auf meinem YouTube-Kanal. Weiter geht's auf Coney Island und der Fahrt mit dem Speed Demon, wenn ich denn mal dahin komme. Was war das? Man hat was geworfen. Hier kommen wir nicht durch. Okay, nee. Na gut. Los, setzen wir uns ganz nach vorne. Das ging mal schnell. Nach dir. Ein wahrer Gentleman. Na, dann wollen wir mal. Alles okay? Ich bin echt nervös. Keine Angst. Wahrscheinlich ist es, dass die Person, der Harry seinen Preis gegeben hat, jetzt neben ihm sitzt. Das wäre echt ein süßes erstes Treffen. Sollen wir es ihr sagen? Ihr was sagen? Was flüstert ihr da eigentlich die ganze Zeit? Ich sage MJ nur, dass sie die Arme bei der Fahrt nicht rausstrecken soll. Na gut, dann schauen wir mal, wie das jetzt wird hier. So. Und vor allen Dingen, was hier gleich passiert. Das ist ja noch die viel wichtigere Frage. Ne, weil ich glaube nicht, dass wir einfach nur eine Achterbahnfahrt erleben. Ne, keine Ahnung, ob Vulture angreift oder Craven. Aber irgendwas passiert hier doch. Hier, was ist das da oben? Fliegzeug oder was war das? So, Controller, eben. Jawohl, hey! Aber ist auf jeden Fall schon ganz geil gemacht, finde ich. So, und du? Und abwärts. Zumindest ein bisschen. So, das war's. War doch unspektakulärer, als ich dachte. Ha. Na gut. Das war episch. Ja, oder? Furchtloser Anführer, was jetzt? Und zum krönenden Abschluss. Muscle up? Oh, du sagst es, Baby. Ich habe nie die Glocke getroffen. Aber der Traum treibt mich weiter an. Ich glaube, diesmal klappt's. Was ist denn das nur wieder, Muscle up? Sorry. Entschuldigung, ich muss hier mal durch. Aber ich hätte echt, also wenn mich einer gefragt hätte, ich hätte drauf gewettet, dass bei der Achterbahnfahrt irgendwas passiert. Also damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass es einfach nur eine Attraktionsfahrt ist. Muscle up, muscle up, muscle up. Ja, das heißt Musseltoff, Matzeltoff. Muscle up, muscle up. Ist ja schon gut. So, wenn der Weg nur nicht so weit wäre. Bang, ey. Spooktacular. Oh. Geisterbahn. Und da gehen wir. Ach so, die ist geschlossen. Das ist ja belastend. Ich wünschte, dass ich in einem anderen Universum nicht mit euch hier sein könnte. Ich wäre einfach nicht mehr da. Tot oder in Behandlung. Oder. Gut, das wäre das beste Universum erwischt habe. Ohne Witz. Ja, genau, spring einfach mal darüber. Ist ein toller Abend. Ich bin froh, dass wir alle so. Dann los. Willkommen. Wer will zuerst? Pete, komm schon. So, wie jetzt? Controller schnell nach unten schlagen oder X für Hammerschlag? Klasse. Yay. Mach langsam und
nicht weh. Das Einzige, was leiden wird, ist dein Parker-Stolz. Jungs, Jungs, ihr seid beide hübsch. Hui! Okay. Sorry. Ha! Überraschung. Das war wohl wirklich mein Jahr. Harry, das war unglaublich. Wenn das mal nicht die Kraft des Symbionten war. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Okay, wie wär's jetzt mit was entspannterem? Der Andrang beim Riesenrad ist nicht mehr so groß. Na dann, ab dafür. Hey, steigt ihr Turteltäubchen doch schon mal ein und ich versuche noch ein paar Einhörner zu gewinnen. Du siehst glücklich aus. Das ist komisch. Harry bekommt eine zweite Chance und ich fühle mich, als bekäme ich auch eine. Ihr beide werdet ein Wahnsinnsteam sein. Der Bugle hat gepostet. Und? Hast du die Titelseite? Du bist Redakteurin. Wir bräuchten Champagner. Jäger und Skorpione und Explosionen, herrje. Das ist die Story von dem Neuen. Oh, MJ. Sie hat schon 5000 Aufrufe. Ich muss eine andere Story schreiben. Ich muss Jonas Vertrauen gewinnen. Hey, dir fällt schon was ein. Du kannst das. Danke. Klar. Und hey, wenn du Hilfe von der freundlichen Spinne von nebenan brauchst, naja, wir sind ja auch ein Wahnsinnsteam. Auch wenn ich den Champagner vergessen habe. Nächstes Mal. Er ist da lang. Aus dem Weg. Ich sehe Tombstone. Tombstone. Ihr seid Craven Schläger. Ui, nice. Verschossen jagt ihr diesmal? Mysterio? Tombstone? Spider-Man darf uns nicht stören. Macht ihn fertig. Ich hab dir nicht erwartet, was? Tja, geht mir auch so. Ich wollte nur einen ruhigen Tag, aber nein. Er muss weg, du Armbrust. Was schießt ihr denn gegenseitig auf euch? Tombstone kommt schon zurecht. Das hoffe ich. Ich muss sie von den Leuten fernhalten, die noch im Park sind. Oh nein, Harry! Komm schon, Harry, geh endlich ran! Hier ist Harry, hinterlass deine Nachricht. MJ! Harry geht nicht ans Handy. Ich habe hier alle Hände voll zu tun und ich kann ihn auch nicht sehen. Unsere Gondel kommt gleich runter. Ich pass auf, dass ihm nichts passiert. Und pass auch auf dich auf. Ich weiß, ich habe immer meinen simkarianischen Kumpel dabei. Nennst du so deine Sable Stingray? Ich arbeite noch am Namen. Ich melde mich, wenn ich Harry finde. Wechsel die Position! Ziel gesichtet! Ach, da oben ist noch einer. Befrei dich! Mensch! Ziel erfasst!
Lass dir mich wohl endlich mal in Ruhe hier. Oh shit. Weg. Junge. Du willst dich in der Luft mit mir anlegen? Schlechte Idee. Oh nein. Natürlich. Sie wollen zur Rennbahn. Da hat Tombstone vorhin gearbeitet. Er ist hart im Nehmen, aber die sind es auch. Jäger, startet die Motoren. Möge die beste Spinne gewinnen. Okay. Ich wusste, er ist auf der Rennbahn. Spider-Man oder Tombstone? Wir haben Glück. Wir sind beide. Alter, sag mal, wie viel halten die denn aus? Hol sie den Boden. Hey, der Autoscooter ist in einem anderen Teil des Parks. MJ. Hast du Harry? So, weg mit dir, Junge. Aber ich hab Mysterio gesehen. Cravens Schläger scheint sich nicht für ihn zu interessieren. Nicht die Bohne. Dann wollen sie nur Tombstone. Danke für den Tipp. Ja. Ich suche weiter nach Harry. Weitere Einheiten sind unterwegs. Nee, warum? Eröffne das Feuer. Oh nö! Morö! Hallo, hallo, hallo. Komm mal hoch hier, ey. Oh nein! Nicht ausgewichen, scheiße! Okay, weiter geht's. Aua! Noch nicht, aber ich hab Mysterio gesehen. Cravens Schläger scheinen sich nicht für ihn zu interessieren. Nichts. Ohne. Dann wollen sie nur Tombstone. Danke für den Tipp. Ja. Ich suche weiter nach Harry. Alter! Boah, die sind aber richtig nervig, die Scharfschützen. So, weg, Alter. Nein! Mann, lass das. Was? Wie hat der mich denn noch getroffen? Alter. So, jetzt ist aber auch mal Schluss hier, ey. Mann, du mit deinem scheiß Scharfschützengewehr. Dann wollen sie nur Tombstone. Danke für den Tipp. So. Weitere Einheiten sind unterwegs. Mann, du Mistvieh. Er kommt offenbar zurecht. Fürs Erste, das gibt mir genug Zeit, mit denen hier aufzuräumen. Ziele sind wie sie. So, gute Nacht hier. Alter Vater. Die Spinne haben wir. Jetzt Tombstone. Ich komme, Lodi! So. Mensch, komm da runter. So.
Mann! Mensch, gute Nacht! Aua! Nee, lass das. Alter. So, nee, den brauche ich leider für die Heilung. Oh. Alter, hier ist aber auch. Konzentrier du dich einfach auf dein Netz. Wer hätte gedacht, dass du mich mal beschützen würdest? Ich sicher nicht, Donny. Oh, aber der Boss nix da. Will dich tot sehen. Der Kerl macht offenbar Jagd auf Superschurken. Würde es vielleicht helfen, wenn mein Bewährungshelfer sagt, dass ich mich geändert habe? Da er bereits Scorpion getötet hat, tut er nicht. Oh, nö. Ziemlich leid. Alter! Mann, komm hier her, du kleiner Drecksack! Komm da runter! Ach ja? Ganz sicher? So, war's das? Alter! Ich hab dich, Lonnie! Nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen! Tut mir leid, Lonnie, ich will dir wirklich helfen! Ja. Leid!
Ja! Festhalten! Okay, wir müssen reden. Auf jeden Fall. Spider-Man. Ich weiß. Aber zuerst, was für ein Zeug kommt da aus dir raus? Ich glaube, das ist mein Heilmittel. Laut Dr. Connors ist es ein selbstlernender Exosuit, aber mir war nicht klar, dass er... Moment. Du weißt, was das bedeutet, oder? Wir haben beide Superkräfte. Stell dir nur vor, wie wir die Welt heilen können. Oh, sorry. Ich muss wohl erst noch rauskriegen, wie das Ding funktioniert. Tja. Schade, dass keiner von uns ein hochmodernes Forschungslabor für ein paar Tests hat. Ich sehe nach, ob die Luft rein ist. Treffen wir uns dort? Ruf an, wenn du soweit bist. Wuhu, okay, geil. Aber Tombstone haben sie bekommen, ne? Wenn ich mich nicht irre. Was war das? Also, kennst du noch meinen Freund Harry? Ja. Das war er? Aber wie? Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Ich glaube, seine Behandlung hat... Oh, das ist Harry. Muss los. Hey, die Stiftung ist wieder frei. Okay, ich schwing vorbei. Schwing vorbei. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft du das schon gesagt hast. Hm. Okay, oh, halt, da ist die Kiste. Die will ich mir erstmal... hallo? Dreieck, jetzt, so. Nice. So, dann holen wir uns nochmal... hier den... Braucht ihr vielleicht etwas Hilfe? Als ob ich jetzt hier das volle Programm habe. Von Ganoven und Sandmänner und Alter. Das wird hässlich. Oh ja. Das wird hässlich. Das ist vollkommen richtig. So, komm hoch hier. Du musst den Sandkristall haben. Mensch, weg mit dir. Alter. So. Feierabend? Feierabend. Gut. Das war es jetzt wohl. Verbrechen. Her damit. Sie umkreisen mich, Mira. Ich wünschte, ich wäre bei dir zu Hause geblieben, Kimia. Hätte dir bei den Hausaufgaben geholfen. Und das einzige Essen gemacht, das ich kochen kann. Aber jetzt ist es zu spät. Marco ist in ihre Falle getappt. Moment. Kimia ist sein Kind? Warum wusste ich nichts davon? Hm. Gute Frage. Ich habe mich nach Marco erkundigt. Ihm geht's immer besser. Er ist wieder bei Sinnen. Er ist sogar wieder. Die Ärzte sind zuversichtlich. Gute Arbeit. Hm. Alles Klärchen. Freunde der Sonne, dann würde ich sagen, hier machen wir erstmal wieder Feierabend.
Wie immer bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Und ja, wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und aktiviert danach einmal die Glocke. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.